Hey, na? Items tauschen, genau. Und zwar Leistungskeys. Ah, oh, nevermind, ich habe nichts gesagt. Die tauscht also Leistungssand gegen Leistungskeys und dann immer so weiter. Ich muss die auch noch selber verwenden. Okay, verstehe. Okay. Gehen wir hier runter. Guten Tag. Genau, das ist diese Dankbarkeitsbörse. Zeig mal her. Ach, hier kann man auch Pokémon tauschen. Pokémon tauschen, Items erhalten. Machen wir mal Items erhalten. Düster Umhang. Oh, das ist ja cool. Bindungsschnur. Cool. Ewig. Nee, Rovanastein. Gibt es also viele Sachen, mit denen man Pokémon entwickeln kann. Was ist das? Das ist ein Sonderbonbon. Cool. Die ganzen Steine werden gerade für die Evolis sehr gut sein. Und ja, ne? Okay. Cool. Mal. Was können wir denn mit dir? Anleitungen. Was ist das denn noch für Anleitungen? Arznei? Honigköder, Offensivvitamine, Defensivvitamine. Gib mir mal das. Und das hier. Was ist das für Materialien? Zähpilz. Den brauchen wir für das eine Quest. Das ist sehr gut. Wir müssen nämlich keins finden. Nee, ich wollte herstellen. No. Was gibt's denn hier? Röderteig. Woher man den nehmen bekommt. Arznei. Hier einen Trank und füllt die KP auf. Ihr bitterer Geschmack sein hier auch die Zutraulichkeit. Ah, okay. Ist also einfacher herzustellen, aber ist nicht so gut. Okay. Bevor wir aber hier weitermachen, mache ich nochmal eine kurze Pause. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit so, ne, schön trinken holen oder auch zur Toilette gehen. Ja, ich würde sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Brrr, spielen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Dip. Was ist das denn hier eigentlich? Also, was ist die Tauschbörse? Gut, let's go. Einmal rein hier. Ja. Rein hier. Ja, oben ist unser Hauptquest, aber ich sehe schon eine Nebenquest. Ach, sind Nebenmissionen verfügbar? Welche möchtest du überprüfen? Machen wir das. Offenbar gibt es da eine Bande von drei frechen Bilizer, die in Jubeldorf Unruhe stiften. Ich sprich mit Tsumugi vom Sicherheitstrupp und gehe der Sache auf den Grund. Okay, machen wir mal einen Wegweiser rein. Okay, und das hier. Anscheinend haben einige Leute im Dorf einen Driftlon mit einem Kind spielen sehen. Wow, wie in Diamantperl, ja. Ich sprich mit Kimbra vom Sicherheitstrupp, um mehr Details zu erfahren. Ja. Keine weitere Mission. Okay, cool. So finden wir also auch mal die Missionen dann. Wollte nicht auch hier jemand irgendwie. Du warst das, ne, oder? Ne, warst du das? Ne. Ich glaube, irgendjemand wollte hier, hatte hier auch eine Nebenmission. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn noch? Großes Bammelin, die frechen Bidiza. Blüht es nun oder blüht es nicht? Die Pilzköder-Reklame, alles andere haben wir, okay. Okay. Machen wir das dann erstmal so. Dann nochmal raus und machen da die Nebenquests weiter. Bevor wir unsere Hauptquest da oben weitermachen. Ich weiß, wir sollen eigentlich schnell nach oben, weil der Expeditionsleiter sehr wütend ist, aber, ne? Ja, ne? Dann gucken wir mal, was haben wir denn? Hast du eine Quest?
Reden wir erstmal mit Fräulein hier. Diese frechen Bilizer. Du hast bei der Prüfung 3 verschiedene Arten von Pokémon gefangen, oder? Dann würde ich dich gerne darum bitten, etwas für mich zu untersuchen. Diese frechen Bilizer. Die Gang. Squad. Ich habe nur kurz nicht hingeschaut. Da sind sie glatt an mir vorbei und ins Dorf getapst. Ich habe als Wache des Sicherheitstrupps versagt. Was wird Kommandantin Belila nur denken? Schluss jetzt. Selbstmitleid hilft mir auch nicht weiter. Da muss ich eben die Bilizer einfangen und die Sache wieder richten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eigenhändig 3 freche Bilizer fangen? Ah, ich hab's. Diese kleinen Schlingel werden sich wohl in Sicherheit... Diese kleinen Schlingel wiegen sich wohl in Sicherheit, wenn andere Bilizer in der Nähe sind. Wenn du also einen Bilizer dabei hast und sie damit ablenkst, nutze ich das aus und schnappe sie mir. Ja, so machen wir das. Das ist ein genialer Plan. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, die 3 frechen Bilizer einzufangen. Nimm einen Bilizer in dein Team und suche... Ja, okay, gut. Machen wir das. Hallo. Ich möchte wieder einen Bilizer mitnehmen. Das ist Level 7. Ich glaube, das oben ist das Richtige, ne? Nee. Das ist das Richtige. Machen wir das rein, statt... Statt Evoli. Das kann ich am einfachsten erkennen momentan. So. Was hast du denn? Fotoatelier. Hallo, hättest du Interesse, dich zusammen mit deinem Pokémon ablichten zu lassen? Komm mal rein und probier es mal aus. Bisschen creepy, old dude. Ich möchte mich nicht, in ein Haus von einem alten Mann alleine rein. Bisschen creepy. Aber der hat ja auch andere Bilder von anderen Trainern da. Also passt schon wahrscheinlich. Ich widme mich dem Fotografieren von Menschen und ihren Pokémon. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Aufnahme machen. Pose ändern. Ey, warum kommt der Sound nicht? Eigentlich sollte der kommen. Nur ich höre den wahrscheinlich nicht. So, auch mal machen. Pose ändern. Sag mal. Sieht schon cool aus. Sieht auch sehr cool aus. Nee. Was haben wir noch? Selbstbewusst. Daumen hoch. Natürlich. Kampfbereit. Über Schulter blickend. Ausgefallen. Normal sitzend. Ich hab mir kurz eine Bank geholt. Elegant sitzend. Ich fand verschränkte Arme eigentlich ganz cool. Ja, machen wir das. Gesichtsausdruck. Nee, ist eigentlich ganz gut so. Aufnahme beginnen. Drück den Aufnahmeknopf, um Screenshots von deinem Spiel zu machen. Du kannst sie dir anschließend auf dem Album deiner... Cool. Ich habe auch nichts gehört. Schade, Schokolade. Ja, das ist echt... Eigentlich sollte der Sound kommen, aber keine Ahnung, wann das liegt. Ja. Ich verstehe nur nicht, warum meine Pokémon jetzt nicht da reinkommen. Pokémon auswählen, ja. Ah, so, deswegen. Ah. Leinwand wechseln, was haben wir denn? Ist immer nur einfarbig, oder? Ist auch... Nee, ist immer nur einfarbig. Was haben wir denn noch? Hellblau.
Linsenfilter wechseln. Nostalgie. Aufnahme machen. Cool. Okay. Haben wir erstmal ein Foto gemacht. So. Erst einmal müssen wir die Biza finden. Wenn du ein anderes Biza dabei hast, sollte sie das ausreichend ablenken. Müssen wir echt die Biza jetzt finden hier? Oh Gott, okay. Gut, dann suchen wir mal, nicht? Oh Gott, oh Gott. Wir müssen auch eventuell mal auch zu Sachen hinlaufen, weil die Render-Distance nicht so hoch ist in dem Spiel. Als ob sich hier keins irgendwo versteckt. Hallo? Biza! Brr. Jetzt gibt's Wodka oder was ist in deiner Flasche? Wasser. What? Ah, wo sind die? Wo verstecken die Biza sich? Die nerven doch bestimmt auf dem Feld rum oder so, ne? Gucken wir mal auf die Felder. Genau, lustig weiß es. Der gute alte Zip. Zip, Zip. Muss ich vielleicht mein Biza rausholen und dann mit ihr sprechen oder so? Kann das eventuell die Lösung sein? Weil in der Stadt bin ich irgendwie keine Biza mehr. Floristraße. Oh, das ist cool. Die ist auch benannt nach einem Ding in Saphir und Rubin, ne? Flori. Ist da eine Stadt, glaube ich. Naja, holen wir mal raus und reden dann mit ihr. Erst einmal müssen wir die Biza finden. Wenn du ein anderes Biza dabei hast, sollte sie das ausreichend ablenken. Hä? Wo zur Hölle sind die Biza dann, bitte?